Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute möchte ich gerne mit euch zusammen die neue Mesauda Lidschattenpalette ausprobieren. Die nennt sich Archetype und hier habe ich einmal so ein Mega-Packaging. Und wenn du Bock drauf hast, mal zusammen mit mir das Schätzelein auszuprobieren, ein paar Swatches zu sehen und ja, einen Look damit zu kreieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mit den Produkten aus meinem Project Pen habe ich schon so ein bisschen mein Gesicht hergerichtet. Denn ihr hört es ja ein bisschen, ne? Dass ich ein bisschen erkältet bin, ein bisschen krank bin und da wollte ich euch quasi nicht unbedingt die ungeschminkte Wahrheit präsentieren. Und es geht auch heute eigentlich nur um die Lidschattenpalette auch und genau, hier sind auch schon Inspo-Looks in dem Packaging drin. Ich weiß nicht, wenn man die bestellt bei Purish, bekommt man auf jeden Fall mit Claudis Welt 15% Rabatt da drauf, jetzt noch im Oktober, wenn ihr möchtet. Ich weiß nicht, ob man das in diesem Packaging so bekommt. Also das ist das, wie ich das jetzt hier nach Hause geschickt bekommen habe. Ich finde es ein bisschen abgefahren, weil du hast ja eine riesige Verpackung. Und hier ist das Produkt. Schön ist sie, aber, also du hast halt hier auch einfach dadurch, dass sie so eine spiegelige Oberfläche hat, das Ganze schon mal gespiegelt und ne, du sparst dir theoretisch den Spiegel. Aber was ich hier ein bisschen schwierig finde, du siehst halt jeden Fingerabdruck hier drauf. Ne? Nun denn, ich entferne hier mal alle Folien, dass wir uns das mal zusammen angucken können. Wobei, wenn ich euch die so zeige, kann ich die ja erstmal auch drin lassen. Es ist halt eine komplette Nude-Palette. Ne? Das ist jetzt nichts super krass Buntes oder so, aber wie man das so von Mesauda kennt, legen die auch hauptsächlich so ein bisschen den Fokus auf die Base und eher so auf das Natürliche, wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen Dio Shield oder so denke. Und auch da bekommt ihr theoretisch, wenn ihr möchtet, den Rabatt drauf. Ich würde jetzt sagen, wir swatchen die ganzen Töne zuallererst, um zu gucken, was uns so erwartet. Und dann kommt sie auf meine Augen. Die Swatches zeigen genau das, was ich gedacht habe. Man denkt erst von der Palette, ob die was kann, aber dann swatcht man die und dann ist es einfach so, oh mein Gott, ne? Also gerade so die Schimmertöne, die rasten ja volle Elle aus. Wir haben 6 matte und 6 schimmernde Töne und die Schimmertöne haben auch unterschiedliche Texturen, unterschiedliche Finishes und da muss man ein bisschen aufpassen, weil manche sind wirklich ein bisschen weicher gepresst, ne? Aber ich finde, das sieht doch schon mal richtig nice aus. Sehr vielversprechend. Wow. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass wenn man wirklich mit dem Finger reingeht, ne, dass man sich dessen bewusst ist, dass das Ganze halt nachher etwas zerstört wird. Also sehr weich, sehr cremig. Teilweise auch, fühlt es sich auch wirklich wie Cream to Powder an. Dann wollen wir mal gucken, was die Palette so auf dem Auge kann. Und ich starte mit dem Ton Stone. Das ist einmal wirklich so ein ja, Transition Shade Ton. Und den setze ich mir in meine Lidfalte. Im Fännchen krümelt es auf jeden Fall, aber ich finde, sobald es so aufs Auge kommt, geht es auch direkt aufs Auge. Also es krümelt hier nicht runter. Das finde ich schon mal sehr positiv. Ein wirklich schöner, kühler Ton, den man auch gut in solchen Paletten tragen kann. Ne? Und das ist jetzt ja auch mittlerweile oder aktuell sehr angesagt, halt diese kühlen Paletten. Und was viele halt auch machen, sind eher so diese zurückhaltenden Alltagslooks. Man ist nicht mehr so super bunt unterwegs, kann ich mich noch nicht so ganz mit anfreunden. Ich bleibe nach wie vor gerne auch mal auf meiner Eskalationsschiene und ja, schminke dann auch mal blaue, grüne, gelbe, orangene, pinke Looks. Und ja, aber trotzdem gefällt es mir sehr, dass die jetzt halt einen Fokus auf die Nude-Paletten legen, um da halt wirklich in richtig guter Qualität was rauszubringen, was uns glücklich macht. Zum Beispiel gibt es ja auch eine Neuauflage von der Naked von Urban Decay, ne? Also ganz interessant. Also wirklich, das funktioniert sehr einfach mit dem Ton. Theoretisch kann man den sich ja auch komplett so in die Transition Shade, ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Und dann hat man theoretisch ja schon so ein bisschen die Augen betont. Aber ich möchte es jetzt ein bisschen intensiver noch machen. Dafür nehme ich den Ton Genesis. Das ist der hier unten. Ich habe jetzt hier auch noch nach wie vor den gleichen Pinsel. Das ist von Suva, der 421er. Ein etwas fest gebundener Blendepinsel, den setze ich mir hier außen an. Oh ja. Meine Idee, als ich die Palette halt das erste Mal aufgeklappt gesehen habe, war halt auch so, könnte vielleicht ja auch eine, wie soll ich das sagen, ohne ein ans Bein gepinkelt zu bekommen, eine sehr glamouröse Palette sein, ne? Also, dass man halt diese Nude Cool-Toned Geschichten hat, aber halt im Prinzip für die Hälfte von dem, was normalerweise für so gewisse Paletten ausgerufen wird. Wobei wir hier auch, glaube ich, weniger Shades drin haben. Ne? Das sind, hier sind 12 drin. Also ich finde, dass die Töne von sich aus schon mal einen relativ weichen Übergang gestalten. Das mag ich.
Und ihr kennt das vielleicht von mir, ich mache das lieber so, dass ich dann nach und nach das Produkt aufbaue. Also ich dippe dann immer so einmal rein und baue das dann hier außen auf, bevor ich mir dann zu viel auftrage und dann sieht es halt ein bisschen crazy aus. Weil ich halt ja auch so eine Blassnase bin, wenn ich dann noch sehr dunkle Farben sehr, sehr intensiv verwende, sieht das bei mir manchmal einfach nicht vernünftig aus. Ja, genau. Also das hat schon mal echt schön funktioniert. Ich würde es hier gerne auch noch ein bisschen mehr nach außen haben. Normalerweise könnte man sich jetzt auch einfach genau diesen Ton an den unteren Wimpernkranz geben, aber ich möchte ja ein paar mehr ausprobieren. Deswegen nehme ich hier den Heritage. Der ist ein bisschen mehr ins Bräunliche, ins Wärmere, ganz, ganz leicht, wobei eigentlich ungefähr nichts hier raus wirklich warm ist. Und auch das mit dem gleichen Pinsel blende ich mir ganz zart am unteren Wimpernkranz entlang, nur um so eine leichte, ja, Verdichtung von den Wimpern hier zu haben. Ne, das sieht man, glaube ich, auch ganz gut so und das finde ich schön. Man macht ja auch nicht mehr so super viel diese schimmernden Augenbrauen-Highlights, deswegen nehme ich hier diesen Ton Essence. Das ist einfach so ein cremefarbener Ton. Genau, der krümelt halt im Pfännchen, aber naja, gebe ich mir dann hier einfach unter die Augenbraue. Aber ich bin wirklich happy damit, wie schön die alle sich so verblenden lassen, wie soft das Ganze auch so ist und wie leicht das auch funktioniert, ne? Ich meine, wenn man schon irgendwie zig Nude-Paletten zu Hause hat, ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt die zig plus einste Palette, die man braucht. Aber ich finde sie sehr hübsch. Ich glaube, ich nehme jetzt so einen Eyeliner-Pinsel und ziehe mir mit dem Abyss. Das ist dieser Ton hier. Das haben wir im Swatch gesehen, der ist jetzt nicht so super krass pigmentiert. Das heißt, ich glaube nicht, dass es so easy ist, damit einen Liner zu ziehen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt hier so einen Klappspiegel dafür, weil das kann ich einfach vom Winkel her ein bisschen besser. Und dann kann ich mir zum einen hier oben schon mal so eine Art, ja, Wimpernkranzverdichtung damit machen. Und es wird so ein bisschen smoky, ne? Das finde ich aber schön. Das ist halt kein Tiefschwarz. Das ist ein bisschen zarter. Und so ein Mini-Wing ziehe ich mir damit auch. Das ist schon schön. Ist jetzt halt nicht so ein harter Eyeliner, weil das halt jetzt eher so ein ganz dunkel Anthrazitton ist, ne? Und theoretisch wäre das ja schon ein Look. Also man muss ja nicht unbedingt auch immer Schimmertöne verwenden, aber ihr kennt das von mir, ich liebe Schimmertöne. Und die Schimmertöne hier aus der Palette haben mich halt sehr, sehr angesprochen, deswegen werden die auch gleich verwendet. Ein schöner, zarter Eyeliner. Doch, das mag ich gerne leiden. Jetzt verwende ich den NYX Glitter Glow, den verwende ich immer, einfach weil ich das Gefühl habe, dass dadurch alles besser hält und teilweise auch besser zur Geltung kommt. Kann ich ja den Pinsel hier auch gerade wieder verwenden. Den mache ich einfach ein bisschen sauber, dass da kein Pigment mehr dran ist. Mache mir so ein Mini-Würstchen hier drauf und tupfe mir das damit einfach auf das Lid. Das kannst du natürlich auch mit dem Finger machen. Aber jetzt finde ich es eigentlich ganz nice, wenn ich das so mache, dass ich dann halt zum Beispiel auch den Eyeliner hier aussparen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir einen von den Tönen sogar in den Innenwinkel geben kann. Da müssen wir gleich mal gucken, welcher hell dafür auch tatsächlich ist. Also hell genug. Und ich versuche das jetzt erstmal mit einem Pinsel. Das heißt, ich nehme den Ton Luminance auf. Das ist dieser hier. Da weiß ich nicht, ob ich den mit einem Pinsel kriege. Der war halt sehr, sehr flaky eben mit dem Finger. Beziehungsweise sehr, ja, dass ich ihn in seinem Pfännchen hin und her geschoben habe. Ich finde, man kriegt da ein bisschen zu wenig auf dem Pinsel. Ich glaube, das muss ich gleich mit dem Finger tatsächlich machen. Es sei denn, man möchte nur einen Hauch von. Ne? Dann kann man sich das ja so auftupfen. Wenn man halt nicht so intensiv das Ganze haben möchte, sondern nur so ein bisschen Schimmer die Pimmer. Aber ich möchte ja eigentlich Schimmer Bam in your face. Also vorsichtig mit dem Finger reingehen, in so streichend tupfenden Bewegungen und dann kriege ich halt richtig was auf dem Finger. Den presse ich mir dann auf mein Lid. Dann kriege ich jetzt natürlich ein bisschen zu viel auf den Look. Das heißt, da muss ich gleich nochmal, ne, wischen, wow, das ist ein Spiegel. Und dann nehme ich mir den hellsten Ton Aurora auf, das ist dieser hier. Den möchte ich mir zum einen in meinen Innenwinkel geben und dafür verwende ich jetzt auch wieder diesen Pinsel. Nee, ich nehme diesen hier, denn der ist ja noch ganz leicht feucht. Genau, und versuche den damit mal aufzunehmen. Mal gucken, vielleicht haut das ja hin. Nicht wirklich. Also es sind irgendwie keine wirklichen Pinseltöne. Das ist schade.
Ne, das funktioniert nicht. Da musst du mit dem Finger bei, ne? Den setze ich mir halt einmal in mein inneres Drittel und auch in den Innenwinkel. Aber da will der nicht. Schade. Ich habe das jetzt mal mit so einem Point Brush gemacht, also so einem sehr festgebundenen, sehr kurzen Blendepinsel. Damit geht es ein bisschen besser. Aber ich finde, dass man jetzt nicht so eine mega krasse Farbabstufung von dem, was ich auf dem Lid habe, zu dem Aurora sieht, ne? Ja, und das, was daneben gegangen ist, mache ich so ein bisschen mit einem Spoolie weg. Das geht eigentlich immer am einfachsten, weil ihr euch damit nicht die Base kaputt macht und der Glitter sich halt so echt toll entfernen lässt. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass ihr auch eine Glitterbase darunter macht, weil ich sehe ja, wie leicht er sich halt so von der Haut entfernen lässt und wie krass er sich halt jetzt auf dem Lid auf dem Primer so festhält, ne? Das sieht schon mal richtig schön aus. Ich weiß jetzt nicht, nee, ich glaube, noch einen Liner bräuchte ich jetzt nicht dazu. Ich mache mir jetzt einfach noch mal ein bisschen Mascara drauf, beziehungsweise vorher sette ich einmal, dann nehme ich von LH Cosmetics dieses On-Set Subtle Glow. Gibt es übrigens im Adventskalender. Also wenn ihr Bock auf den LH Cosmetics Adventskalender habt oder auf eins der Säckchen, schaut gerne mal im E vorbei. Da habe ich euch das Unboxing dazu gedreht. Da könnt ihr nämlich mit Claudis Welt 10% auf das Säckchen oder auf die einzelnen Säckchen sparen. Und 342LH gibt euch quasi ein Säckchen gratis, wenn ihr drei kauft. Oder generell, wenn ihr drei Misauda-Produkte kauft, bekommt ihr eins dann gratis. Ne? Genau. Mit der Catrice Wimpernzange biege ich mir einfach mal die Wimpern. Und dann verwende ich hier eine kleine Schätzelein. Die Big and Thick Lashes von Misauda ist jetzt auch wieder verfügbar. Also die findet ihr auch dort im Shop. Ich finde sie wunderschön. Eine ganz, ganz tolle Mascara. Die ist jetzt bei mir schon ein bisschen in Use. Also schon sehr leer eigentlich. Die hat ein sehr dickes Gummibürstchen. Und damit tusche ich mir jetzt die Wimpern in drei Schichten. Ja, meine geht jetzt leider wirklich krass leer. Das heißt, ich glaube, ich muss da jetzt gleich nochmal mit einer anderen Mascara nachhelfen. Weil eigentlich ist die wirklich total schön, dass sie die Wimpern trennt und verlängert und Volumen gibt. Also Schwung halt, ne? Aber ich kriege jetzt nicht mehr so viel davon auf meine Wimpern drauf und das ist sehr schade. Das heißt, ich verwende da jetzt mal eine andere mit in Kombination. Also die kommt jetzt ins Aufgebraucht. Und zwar die Femuline, auch eine neue von Misauda tatsächlich. Die finde ich auch sehr schön. Das ist halt eine Tubing-Mascara, ne? Das muss man wissen. Auch die ist ähnlich aufgebaut. So sieht man hier das bananenförmige Bürstchen. Genau, und die ist halt nur noch ein bisschen zarter unterwegs. Mal gucken, ob ich damit jetzt noch die Sache hier vollendet bekomme. Memo an mich selbst. Ich muss auf jeden Fall die Big and Thick Lashes neu nachbestellen, weil die gerade auch richtig schön im Sale ist. Wobei halt auch die Femuline echt nicht von schlechten Eltern ist, ne? Also die macht den Look halt auch nochmal richtig schön komplett. Und ja, so schaut dann das Ergebnis aus. Ich finde, dass die Palette sich sehr, sehr schön auf den Augen jetzt auch knackt, das war die Hüfte gemacht hat. Und dass der Look schön geworden ist. Also damit fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Passt jetzt auch auf jeden Fall zu meinem grünen, zu meinem grauen Oberteil. Obwohl ich mich gleich umziehen werde, weil gleich ein paar Adventskalender anstehen. Dazu noch ein bisschen Fleeky Glowy Lip Oil und dann ist eigentlich der glamouröse Look komplett, würde ich sagen, oder? Die weiteren Videos von heute werden auch mit diesem Look sein und den seht ihr dann auch mit einer roten Lippe. Aber so seht ihr den jetzt einfach mal, wie er auch einfach ohne rote Mütze und so weiter aussieht. Das ist dann auch noch ein bisschen unverfälschter. Ja, gefällt mir. Ne? Also kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Ich finde auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, die kostet ja 39,95 normalerweise, ne? Ist wirklich gerechtfertigt, auch wenn sie, finde ich persönlich, von außen echt furchtbar ist. Aber von innen die Töne, Leute, die sind wirklich toll. Man muss nur ein bisschen vorsichtig mit den Schimmertönen umgehen. Da wirklich irgendeinen Glitterglue oder eine feuchte Base halt für die Schimmertöne verwenden. Ne? Ansonsten lassen sich diese matten Töne richtig schön miteinander verbinden, richtig smooth ausblenden. Und daraus lässt sich ein schöner Look formen oder mehrere schöne Looks definitiv. Ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde die auch wirklich schöner als
So manch eine, die wir ja zum Beispiel auch von Nabla dort im Shop finden, bei Purish, ne? Und jetzt gerade auch noch reduziert für knapp 33,90 oder so kostet die dann, ist die halt nochmal mehr cool, würde ich mal so sagen. Ich fühle mich wohl. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.